ein Orchester und zwei Flamenco-Gitarristen. Eine ganz besondere musikalische Mischung, zusammengestellt von Jan Pascal und Alexander Kilian von Café del Mundo für ihr neues Album Symphonic. Die Abbey Road Studios in London, ein legendärer Ort. Hier haben die Beatles ihre Platten aufgenommen. Die Musik echter Filmklassiker wurde hier produziert. Jetzt sind Café del Mundo dran und das Londoner Royal Philharmonic Orchestra. Um in den Studios mit dem Orchester aufzunehmen, haben die Flamenco-Gitarristen 165.000 Euro investiert. 2 Tage hatten sie dafür Zeit. Sie sind sich einig, es hat sich gelohnt. Für Alexander Kilian und Jan Pascal ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja, da könnte man noch viel länger zuhören. Aber jetzt sind sie meine Gäste, Jan Pascal und Alexander Kilian. Schön, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Besser gesagt, wir haben uns aufs Du geeinigt. Deswegen schön, dass Sie hier sind. Welcher Traum war denn eigentlich größer? In den Abbey Road Studios zu produzieren oder einmal das Royal Philharmonic Orchestra zu engagieren? Beide. Also mit dem Orchester, das ist ein Traum eines jeden Musikers. Einmal diese Klangfülle. So ein Sinfonieorchester ist die emotionalste Art, Musik zu spielen. Du spürst es richtig. Weißt, du sitzt da 76 Mann. Das ist körperlich zu fühlen, diese Emotionen. Und bucht man die einfach oder sagen die, ob man sie gebucht schon werden wollen? Wir mussten schon bewerben über unsere Agentin, die die Partituren eingereicht hat. Und wir hatten das Glück, der Arrangeur hat eine tolle Arbeit gemacht. Und so durften wir mit diesen fantastischen Musikern arbeiten. Und uns rief tatsächlich der Dirigent an, Richard Balcombe, und sagte, eure Arrangements sind Weltklasse. Und so kam das zustande. Und das RPO und Abbey Road gleichzeitig auf einen Termin zu bekommen, ist eigentlich unmöglich. Wir haben es doch geschafft. Und dann die Abbey Road Studios. Ja, wir kennen alle das Plattencover von den Beatles. Ihr habt es euch ja nicht nehmen lassen. Das zu kopieren. Also du gehst da rein und es riecht so ein bisschen wie bei Oma. Es ist einfach total muffig und alt, weil sich keiner traut, das Studio zu streichen. Ja, da ist der Zebra, The Zebra Crossing, kulturelles Erbe der Nation, der Briten. Ja. Die sind ganz stolz darauf. Ne? Ja. Und 2 Tage buchen. Mhm. Ja. Wie stressig ist das dann? Kriegt man alles unter oder hat man Angst, dass man nicht alles schafft? Ich habe geschwitzt. Ja. Ich hatte echt Angst, ob das klappt, ob alle die Partituren in den 2 Tagen draufgehen. Und tatsächlich waren wir am Ende eine halbe Stunde vor der Zeit fertig und sind alle noch in die Kantine und haben da noch ein Absackerchen getrunken. Wir hätten uns aber auch keinen dritten Tag leisten können, mal abgesehen davon. Ja, ihr habt, wenn ich das richtig weiß, 165.000 Euro investiert. Das ist richtig, irre Summe auch für 2 Musiker, schon oder? Unabhängig produziert, weil kein Verlag, weil alle Verlage sagten, Jungs, das ist nicht in der Zeit, ihr müsst billiger produzieren. Ja. Wir haben gesagt, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Wir wollen wertige Musik produzieren und hochwertigst und unseren Fans sind wir das schuldig. Ja, wie stemmt man das denn dann? Macht man da Crowdfunding oder... Also wir hatten die Schatulle und macht's also natürlich das hat sie sich aus verschiedenen Quellen gespeist. Wir hatten einiges natürlich auf der Seite auch, weil wir sehr fleißig sind. Okay. Und dann hatten wir ein bisschen was noch finanziert über die Bank und die hat uns am Schluss ein bisschen ausgetrickst und dann sind unsere Fans eingesprungen tatsächlich. Wow, das ist großes Kino. Und waren die Erwartungen erfüllt worden oder sind sie übertroffen worden? Ich habe 2 Tage mit den Tränen gekämpft. Ich habe es gar nicht gefasst. Ich saß in diesem Raum und mir kam wirklich die Flüssigkeit in die Augen, weil du spürst das so und die Freude und wie die gekämpft haben. Sie mussten ja unsere Musik übersetzen, unsere Gitarrenmotive auf ihre Geigen, auf ihre Bläser, Trombonen, alles Mögliche. Und das war richtig Arbeit. Die hatten richtig geschwitzt. Und du hast diese Leidenschaft gespürt bei jedem Einzelnen. Das war nicht Dienst nach Vorschrift. Die wollten das gut machen. Und das war wirklich toll. So dieser Ehrenkodex, Musik wirklich besonders gut zu machen. Der Druck ist auch noch mal größer. Da muss ja auch eure Melodie an der Gitarre muss ja auch sitzen dann, weil da darf man ja auch nicht patzen. Oder habt ihr ab und zu mal gepatzt? Naja, man musste schon mal hier und da ein bisschen was verbessern, das gehört dazu. Und dann, das glaubt ja kein Mensch, habt ihr tatsächlich in den Abbey Road Studios Paul McCartney getroffen. Ja, was war denn da los? Am zweiten Aufnahmetag über die Kannen, über die Kopfhörer, Sir Paul McCartney in the room. Da hat das Orchester applaudiert. Ja. Alle haben innegehalten. Er kam mit seinem Sohn rein und wollte ihm zeigen, wie Orchesteraufnahmen gemacht werden. Ja. Aber das halbe Team sah erstmal aus, wie wenn sie einen Geist gesehen hätten danach. Paul sieht auch schon ziemlich aus wie ein Geist. Kam er dann ins Gespräch mit ihm? Er hat mit den Tonmeistern, mit den begleitenden Musikjournalisten gesprochen und hat dann auch gesagt, oh, das ist eine tolle Arbeit. Er hat ein Stück zugehört, er fühlt sich erinnert an seine. Wahnsinn.
Orchesterarrangements. Ja. Er sagte, dass er einmal gerne mit uns hier in die Landesschau zu euch kommen möchte. Also beim nächsten Mal müsst ihr ihn unbedingt fragen. Unbedingt. Ja. Aber ein Selfie macht man da nicht. Ne? Nee, macht man. Er ist ein Sir und okay. Er ist eine hohe Respektsperson. Ja. Und er hat auch lifelong All Areas Aces in diesem Studio. Das heißt, er ist da eigentlich mit dem Studio verwoben. Ja. Das ist Paul McCartney. Ja, aber das war schon emotional nochmal so das i-Tüpfelchen, muss man schon absolut, sagen. Absolut, ja. Warum ist eigentlich eure Musik der Flamenco geworden? Tja, das ist eine gute Frage. Also es ist einfach eine sehr ehrliche, beinahe ein Volksinstrument und eine sehr archaische Art, Melodien zu erzählen. Und es geht halt direkt ins Herz. Mhm. Aber es passt nicht zu uns, diesen Folklore-Schnörksel, den wollen wir gar nicht. Ja. Wir wollen eine junge Generation für das Instrument begeistern. Ah, apropos junge Generation. Was ich an euch bewundere, dass ihr den Streaming-Diensten den Kampf angesagt habt. Oh ja. Euch gibt es nicht auf Spotify. Nein, wir kriegen eine ganz tolle Abrechnung in der Pandemie. Ja. Für 125.000 Streams haben wir ganze 102 Euro überwiesen bekommen von Herrn Spotify. Du, und ich finde es sehr leicht zu sagen, das finde ich nicht gut. Ich finde es eigentlich viel schöner zu sagen, ich mache das anders. Und so und haben wir eine eigene Streaming-App programmiert, die Mundo-App, Volume 2 mittlerweile. Und haben einfach da gesagt, wir sind nicht mehr bei Spotify. Die Alten sagen, gibt es noch alles Neue nicht mehr. Jetzt habt ihr euch ja einen Lebenstraum erfüllt. Kann danach noch was kommen? Oder gibt es noch einen größeren Traum? Ich glaube schon. Einmal hier so eine richtige Rheinland-Pfalz-Tour. Ja. Von oben so ein Weil ihr sagt, Rheinland-Pfalz ist ein besonderes Bundesland. Du, wir haben Sachen erlebt, das glaubst du nicht. Wir sind hier viel auf Tour und wir haben es einmal erlebt nach dem Konzert. Die Menschen haben die Bühne gestürmt. Die haben wirklich die Bühne gestürmt und uns umarmt. Das war wirklich irre. In Neustadt. Mal gucken, ob das am Montag ist auch Pfalz in Landau passieren wird. Da tretet ihr als Duo auf. Was erwartet das Publikum? Komplette Flamenco-Tour? Oder? Nein, was völlig unerwartetes Gitarre, wie sie noch nie gehört haben. Ja. Und viele Überraschungen und einen hoffentlich hyperemotionalen, echten Begegnungsabend. Was euch gelungen ist, ihr habt einen neidischen Moderator hinterlassen, der extrem gerne dabei gewesen wäre. Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Aber es war ein echt spannender Besuch. Schön, dass ihr hier wart und toi, toi, toi für den Auftritt in Landau am Montag. Danke für die Einladung. Danke für den Besuch.